Hast du dich schon mal gefragt, wie das funktioniert mit den verschiedenen Tonarten? Wie man darauf kommt, ob man jetzt 4 B-chen oder 5 Kreuzchen hat? Ich zeige dir heute, wie man das ganz leicht herausfindet. Wir haben bisher ja nur in der Denktonart C-Dur gearbeitet. Dass in der freien Wildbahn aber auch andere Tonarten vorkommen, ist, denke ich, jedem von euch klar. Deshalb checken wir heute ein Hilfsmittel ab, mit dem du ganz schnell in unterschiedlichen Tonarten denken kannst. Der Quintenzirkel. Der Quintenzirkel ist ein geschlossener Kreis bestehend aus Quinten. Klingt erstmal kompliziert, ist aber im Prinzip ganz einfach. Fangen wir an, indem wir einen Kreis aufmalen und daran die Markierung machen wie bei einer Uhr. Oben auf 12 Uhr ist unser geliebter Ton C. Und von da aus geht's im Uhrzeigersinn weiter mit G, D, A, E, H und ganz unten Fis. Jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen. Um uns jetzt nicht ins völlige Chaos zu stürzen, müssen wir einen kleinen Move machen. Und zwar schreiben wir über Fis noch die enharmonische Verwechslung, und zwar Ges. Jetzt geht das lustige Quintenspiel weiter. Und zwar von Ges zu Des, As, Es, B, F und dann landen wir wieder beim Anfangston C. Kompliziert, oder? Man kann sich das als Normalsterblicher, aber auch mit Hilfe von Merksprüchen behalten. Merkspruch Nummer 1. Frische Brötchen essen Asse des Gesangs. Wenn du dich dabei an den Anfangsbuchstaben orientierst, bekommst du F, B, S, As, Des und Ges. Das war der Merkspruch für die linke Seite des Quintenzirkels. Merkspruch Nummer 2. Geh du, alter Esel, Heringe fischen. Hier bekommst du mit Hilfe der Anfangsbuchstaben folgendes raus: G, D, A, E, H und Fis. Ein alternativer Merkspruch wäre noch: Gehirntod durch Atemlosigkeit, Eskalation, Helene Fischer. Aber wofür braucht man das jetzt? Mit Hilfe des Quintenzirkels kannst du jetzt bestimmen, welche Vorzeichen in der jeweiligen Tonart vorkommen. Dafür nummerieren wir zunächst die linke Seite mit B-chen und die rechte Seite mit Kreuzchen. C hat 0 Vorzeichen und der Rest wird dann ganz einfach durchnummeriert. Jetzt wissen wir schon mal, wie viele Vorzeichen eine bestimmte Tonart hat. Zum Beispiel A-Dur hat 3 Kreuzchen. Vor welchen Tönen stehen aber dann diese Kreuzchen? Dafür ziehen wir eine Trennlinie zwischen F und B. Die Töne rechts davon sind Kreuzchen und links davon, das sind die B-chen. Bei unserem Beispiel A-Dur hast du also 3 Kreuzchen. Wenn wir von unserer Trennlinie jetzt nach rechts gehen, dann wird F zu Fis, C zu Cis und G zu Gis. Das wären die Vorzeichen von A-Dur. Wenn du jetzt eine Tonart hast mit B-chen, dann wäre das natürlich das gleiche Prinzip, nur halt in die andere Richtung. Das Beste ist, wenn du dir jetzt diesen Quintenzirkel auch selbstständig alleine aufschreiben kannst. Als kleine Gedankenstütze habe ich dir aber trotzdem mal einen Dateilink in die Videobeschreibung gelegt. Da findest du dann einen Quintenzirkel von mir. Jetzt kannst du den Quintenzirkel aufschreiben, herausfinden, wie viele Vorzeichen eine bestimmte Tonart hat und welche Vorzeichen das sind. Das ist schon mal gut. Den Abschluss der Theorie Basics-Reihe werde ich in einem nächsten Video machen, wo nochmal das ultimative Wissen vereint wird. Üb doch in der Zeit mal, mit dem Quintenzirkel umzugehen. Bis dann! Wenn ihr etwas gelernt habt oder das Video auch nur aus Langeweile geguckt habt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und mich zu unterstützen, weitere Videos zu machen, abonniere doch einfach meinen Kanal. Auf dieser Seite findet ihr außerdem meine 2 letzten Videos und falls du die noch nicht gesehen hast, wäre jetzt sicherlich ein guter Zeitpunkt, um das nachzuholen. Hoffentlich sehen wir uns dann nächste Woche bei Max macht Musik wieder, immer freitags um 5 Uhr. Hau rein!